angerufen und hat gesagt, die Energie der Karte wäre wie ein Vulkan. Tornado. Tornado. Er hätte Angst um seine Geräte. So, ihr Lieben, hier haben wir einen sehr großen Beckenschiefstand von fast 4 cm im Sitzen bei der jungen Dame. Und sie verzerrt gerade hier ihr Gesicht und kann kaum gerade sitzen. Mit so einem Beckenschiefstand hat man natürlich Probleme. Gut, dass sie hier ist. Hier ist der Schulterunterschied zu sehen. Hier ist ein Schulterblatt. Kannst du mir das Lineal festhalten? Ich danke dir. So, hier ist ein Schulterblatt, hier ist das andere Schulterblatt. Und wenn ich das Lineal hier an die Schulterblattspitzen andrücke, spürst du das, ja? Und wir sehen, das ist 3 cm unterschiedlich. Ein großer Schulterschiefstand, genau wie auch der Beckenschiefstand groß ist. Die Wirbelsäule geht hier oben nach links. Ein großer Bogen nach links, rechts, links und rechts. Eine mehrbogige Skoliose. Gut, dass du da bist. Dankeschön. Ihr Lieben, die junge Dame hat richtig Schmerzen, kann kaum sitzen, Bandscheibengeschichten und es ist klar, zieh mal die Füße noch richtig hoch. Mit so einem riesigen Beckenschiefstand kann man natürlich nicht richtig sitzen, kann nicht richtig laufen und Knie, man sieht, kriegst du das Knie noch mal runter, bitte? Ja. Ja, und Knie und alles wird natürlich fehlbelastet. Also die Schultern sind auch extrem schief. Hier ist ein Knochen vom Schulterblatt. Hier ist der andere Knochen vom Schulterblatt. Ich gehe mit dem Lineal unter die Schulterblattspitzen. Und da haben wir auch 3 cm Schulterschiefstand. Die Wirbelsäule geht nach links, rechts, ein großer Bogen nach rechts, links, eine richtige Verkrümmung. Und man sieht auch hier die Gesäßhälfte auf der Seite. Die steht viel weiter raus als auf der anderen Seite. Kannst du bitte nochmal die Füße zusammennehmen, so richtig? Ja. Ja, schaut mal auf Kniehöhe, da ist links doppelt so viel Abstand zwischen Lineal und Bein wie rechts. Kommt näher, ihr müsst schon näher kommen, sonst könnt ihr das nicht erkennen. Das Bein ist viel länger, könnt ihr das sehen? Tut man nicht die Hände da aufs Wurzelchakra und das loslassen. Kommt näher, seht ihr das? Das Bein ist länger, hast du das erkannt? Ja. Ne? Und will mal jemand am kurz, ihr seht doch da drüben gar nichts. Kommt doch, kommt doch. Also, wie wollt ihr das da sehen? Guck mal, kannst du das erkennen, welches Bein länger ist? Will mal jemand am kurzen Bein ziehen? Du zum Beispiel. Mhm. Ja, zieh's doch einfach mal runter. Mhm. Passiert gar nichts. Kann man nicht machen. Das Becken ist schief, im Sitzen war es noch mehr. Und was macht der Geistheiler? Bitte setzt euch mal vielleicht so hin oder haltet die Hände auf, denn die Energie spürt ihr, die jetzt kommt. Und du, mein Schatz, kannst mal die Augen schließen. Lass dich einfach mal fallen, dass heute so viele Zuschauer bei dir sind. Das ist so gewollt. Und trotzdem bist du jetzt der wichtigste Mensch in diesem Universum. An dir vollzieht sich gerade eine vollkommene Selbstheilung. Und Tanja, hilft mir, eure Aura schon mal zu reinigen. Denn viele von euch sind ja verstrahlt durchs Navi, durchs Handy und so weiter. Das machen wir auch gleich alles mit. So, und was ich erlebe, ich bin ja hellsichtig, guck durch sie durch. Hier oben ist ein großes Chakra. Das nennt sie Scheitelchakra. Das ist ein Wirbel. Und deswegen heißt auch die Wirbelsäule Wirbelsäule. Weil die Chakren, die drehen sie. Und so kommt da ganz viel Licht rein. Das ist jetzt ihr Impuls zur Selbstheilung. Ich habe mich mit ihrer Geisteskraft verbunden. Und der Körper übernimmt sofort seine Aufgabe. Und wie sieht das aus für zum Zuschauen für mich? Das Drüsensystem wird neu sortiert. Ihr Hypophyse, Hypothalamus, das limbische System, die Basalkerne, alles hier oben im Kopf muss ja funktionieren, muss gleichgeschaltet werden. Und die Zirbeldrüse, da achte ich bei jedem drauf, ganz wichtig, sie produziert das Schlafhormon und das Glückshormon. Und wenn man überlegt, ein Handygespräch von 10 Minuten, schaltet sich die Zirbeldrüse für 4 Stunden ab. Ja, und dann fällt man in Löcher, Depressionen und. Das ist alles durch die
Blockaden. So, jetzt das Sehzentrum, das Hörzentrum. Der Kiefer muss korrigiert werden, denn so schief wie sie hier unten ist, ist es dort auch. Dadurch sitzt der Atlaswirbel schief. Die Hals-Nacken-Wirbelsäule ist gestaucht. Jetzt kommen schon die Schultern und die Schulterblätter auf eine Höhe. Und dann geht es weiter nach unten. Die Krümmungen, eine Kurve, eine Gegenkrümmung, noch eine Kurve. Es löst sich alles auf und wird kerzengerade. Bis zum Steißknochen. Das Becken tut sich jetzt sofort einbetten, da wo es hingehört. Oberschenkel, Halsknochen rutschen in ihr Gehäuse. Und hier sieht man auch, das Knie fällt schon nach außen, weil sie hier hat sie ja den Fuß drehen müssen. Und das wird sich jetzt alles korrigieren. Und Geistheilung geht eigentlich sehr schnell. Die Knie war total verschoben, muss ich noch mal erwähnen. Menisken nach oben geschoben und auch die Kniescheibe hatte eine Falte. Jetzt kommt bitte gucken. Tanne, ich bräuchte mal einen Stift, weil hier ist verwischt. Kannst du ruhig auf, komm gucken. Ja. Wir gucken. Wir haben jetzt die Beine gleich lang, egal im Sitzen oder im Liegen. Und warte mal, Jens, ich muss noch nachzeichnen. Wir filmen es erstmal für die Kamera. Nachher denken die Zuschauer, wir hätten danach was falsch gemalt. Ja, mach das bitte mal. Also man sieht, so was denkt niemand, Tanja. Perfekt gerade geworden. Wir ziehen nur die Linien nach. Das ist alles wunderbar in der göttlichen Ordnung. So. Guck mal, für immer. Das kommt noch dazu. Geistheilung ist für immer. Das ist keine Technik, keine Methode, nichts, was Menschen sich ausgedacht haben. Denn Einrenken und Chiropraktik sind brandgefährlich. Ist ja wieder natürlich, ne? So, mein Liebchen, und jetzt hast du natürlich ein ganz neues Laufgefühl. Wir zeigen auch noch, dass die Wirbelsäule gerade geworden ist. Im Spiegel kannst du das sofort sehen. Was sagen denn überhaupt meine Zuschauer? Dein Applaus. Selbstheilung. Endlich. Schöne Füßchen. Endlich darf der Mensch sein wahres Sein erkennen. Wir machen euch das ganz deutlich klar, dass wir göttlicher Geist in Vollkommenheit sind. Wir haben eigentlich überhaupt keine Krankheiten, aber wir sind beeinflusst und man hat uns auch mit bestimmten Dingen krank gemacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch 2015 vom Robert-Koch-Institut berichtet worden, eine 17-jährige Forschung, dass der Ungeimpfte der Gesunde ist und die Geimpften sind die Kranken. Und das muss man einfach wissen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Kinder sollen, ich glaube, 32-fach geimpft werden im ersten Lebensjahr, dann bekomme ich eine Gänsehaut, da wird mir übel. Passt auf euch auf, ihr Lieben. Bitte tut das, ihr euren Kindern zuliebe. Ich danke euch. Ja, dankeschön. Gut. So, ein Foto. Ein Foto. Wir machen. Ihr bleibt immer noch sitzen, weil ich mache auch. Wir machen noch ein Foto. Die Fotos sind für euch. Ne? So, wer bist du denn? Seda. Seda, du kannst dich noch mal richtig hinsetzen, die Beine runter oder leg dich gleich ab. Das ist für dich nicht so anstrengend. Oh. Ja. Die Seda, ich muss das ein bisschen hoch machen, dass man das schöner sieht, hat natürlich hier extreme Schmerzen. Und wenn ich das zusammenführe, kommt gucken bitte. Dann sehen wir auch hier an die 3 Zentimeter Minimum. Beckenschiefstand. Wie ist sie denn gelaufen? Das kurze Bein versucht sich zu verlängern. Da geht sie aus der Außenknochenkante und hier hat sie schon den Ansatz zu einem Plattfuß. Weil hier geht sie auf der Innenknochenkante. Das ist ein Balanceakt für den Körper. Und man sieht das auch an abgelaufenen Schuhen. Das kann man beobachten, wie schief man läuft. Und das wird jetzt alles überwunden, meine liebe Seda. Lass alles los, schließ deine Augen. Und du kommst in dein ganz neues Sein. Mensch in der göttlichen Ordnung. Die Endstufe der Menschheitsentwicklung. Und man nennt uns dann auch
Quantengötter. Warum ist das so intensiv, was hier bei uns passiert? Weil wir heilen nicht nur den physischen Körper, sondern deine universalen Körper. Du bist selbst ein Universum. Und du hast noch einen Energiekörper, einen Emotionalkörper, einen Mentalkörper, das ist euer Gedankenkörper und noch die Seelenebene. Alles wird mitgeheilt. Und so geht ihr völlig wie neugeboren hier raus. Wir erledigen auch eure alten Erfahrungen, Kummer, Sorge, Leitpakete. Das lasst ihr alles hier zurück. So, ich habe jetzt nicht über den physischen Körper erzählt, sondern auch hier ist alles perfekt passiert in dem Beckenbereich, wo deine Schmerzzone ist. Da waren zwei trockene Bandscheiben. Das hat sich alles jetzt schön gestreckt, gedehnt. Jetzt floss die Flüssigkeit hin. Kommt her. Und da wirst du schon gleich eine Erleichterung haben. So, und das bleibt für immer. Was sagt mein Junior dazu? Ja, ich kann auch jedem nur empfehlen, macht euch auf den Weg, kommt zu uns und lernt das geistige Heilen. Wir werden gebraucht wie noch nie. So, mein Schnucki, seh da. Steh mal auf. Und streck dich. Jawohl, super. Perfekt, gerade. Beine sind gleich lang. Fußknochen sind gegenüber, berühren sich jetzt hervorragend. So. Schulterblätter, das war ja ein großer Unterschied vorher, sind perfekt gerade. Du spürst, dass ich hier wieder andrücke, gell? Wunderbar. Die Wirbelsäule ist gerade, 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 gerade. Füße bitte zusammen. Und die Hüfte, die sitzt jetzt in der Mitte. Spitze. Und was macht dein Rücken? Wie geht's jetzt? Ja, ich habe allein schon, wo ich lag, habe ich das schon gespürt. Mhm. Dann gibt es komische. Was macht denn der Schmerzen? Also ich meine, Freundin hat sich jetzt gerade gewundert, weil allein schon beim Socken anziehen. Ich bin auf Knie gegangen und so habe ich mich einfach gebückt und gesagt, du hast dich jetzt gebückt. Ich so, ja. Ja, toll, also Besserung. Besser, ja. Auf jeden Fall. Danke dir, ich Energie danke wirkt noch nach, dann alles Gute. Danke. Tschüss. So ihr Lieben, die Schultern sind perfekt gerade. Ich bin hier an den Schulterblattspitzen, spürst du das? Ja. Und wir sehen, die Luftblase ist in der Mitte, die Schultern sind gerade. Schulter ist runtergekommen. Wirbelsäule ist gerade, 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 gerade. Keine Skoliose mehr, alles weg. Super. Gern geschehen. Also man sieht, hier haben wir 3 cm Beckenschiefstand und der junge Mann, der quält sich ab, hier gerade zu sitzen mit so einem schiefen Becken, geht das nämlich nicht. Die Fußknochen sind versetzt und dadurch hat er natürlich auch schon Beschwerden. Dann Dankeschön. Oh, Horst, bist du ein Schiefchen. Komm mal, lass mal locker. Ja, guck mal, der Horst hat ja über 4 cm. Hast du das gewusst, Horst? Das ich habe, ja, aber wie viel habe ich denn? Ja, und die Knie kriegst du auch gar nicht runter. Nee. Aha. Guck, habt ihr schon gesehen? Kommt mal richtig näher, da könnt ihr das mal erstaunen, bestaunen, wie viel das ist. So, Horst, ich bin heilfroh, dass du da bist. Ich auch. Ja. Ach ja, endlich stehst du dann mit beiden Beinen im Leben. Leg dich ab. Und auch wie bei allen anderen kommt die Energie oben in den Chakra rein und fließt durch dich durch. Und wisst ihr, wie diese Energie aussieht? Das ist weißes Licht und hat so goldene Fäden zwischendrin. Das höchste göttliche Licht. Was jetzt hier die Heilung vollbringt. Und das ist euer eigenes Sein. Ich bin jetzt ein bisschen aus dem Gucken raus. Ich habe noch am Energiekörper gearbeitet und auch an deinen Emotionen. Ja, im LWS war ordentlich verschoben. Schultern, Schulterblätter. 2 Kurven und noch eine Gegenkrümmung. So, die Drüsenfunktion, Sehzentrum, Hörzentrum. Gut,
die Knie vollkommen hochgeschoben. Könnt ihr euch ja denken, dass das belastete Bein alles nach oben gedrückt hat und sogar das Hüftgelenk nach oben geschoben. Schwerer Schaden. So, mal gucken mal. Jetzt gucken wir mal, wie es ausschaut. Wenn ich das jetzt gerade mache, kommt gucken. Perfekt, gerade. Auch die Fußknochen. Wunderbar. Haben wir einen Spiegel? Lass dich ruhig auf. Warte mal, warte mal. Tu mal locker mal. So kann man es zeigen. Guck. Ich muss nicht nur noch mal strecken, jetzt ging es schwer mit dem Sitzen. So, jetzt passt es. Perfekt. Jetzt passt perfekt. Ja. Ich gratuliere dir. Ja, vielen Dank. Und wenn du jetzt noch ein bisschen übst, hast du das auch gleich unten. Ich sage euch auch, warum die Knieverkürzung ist. Bist du ein Seitenschläfer? Ja. Ja, also das müsst ihr euch alles abgewöhnen. Die Seitenschläfer verkürzen ihr Leben um 4 Jahre. Oh nein. Doch. Diese wissenschaftlichen Studien gibt es. Warum? Weil wenn du auf der Seite liegst, drückst du mit den Organen einmal linke Seite dein Herz ein und sogar die Lunge fällt zusammen. Und die Wirbelsäule krümmt sich und die Hals-Nacken-Wirbelsäule. Und wenn man als dann nachts, ohne dass man das ja steuern kann, in die Embryo-Haltung geht, sitzt du im Bett und das verkürzt Sehnen und Bänder. Und vieles, vieles mehr, weil einmal die Schulter, die keine Führung hat, hier liegst du drauf, die verliert nachts ihre Führung und wird locker und dann bilden sich auch Kalkschultern. Ist auch eine große Sache, wo viele Leute drunter leiden. Also auf dem Rücken. Ja, und damit das richtig funktioniert, habe ich sogar mir die Mühe gemacht und Kissen hergestellt für die Rückenschläfer. Weil die Kissen, die wir verwenden, diese Riesenteile, die sind ganz katastrophal. Weil da kippst du nach vorne und schiebst den Atlas nach vorne, hast eine schlechte Kopfdurchblutung in der Nacht. Und das muss hier unterpolstert werden. Da könnt ihr euch draußen dann mal anschauen. Also das müssen wir unbedingt ändern. Und wenn du in der Dehnung schläfst, also noch was, der Seitenschläfer ist am Morgen 3 Zentimeter kürzer. Auch noch. Bis er am Tag sich eingelaufen hat, geht er wieder ein bisschen in die Höhe. Aber der Rückenschläfer bleibt natürlich in seiner Länge. Und so sehen die Kissen aus. Das kann man abmachen und waschen. Und die dürfen nur hier unterpolstern. In diesem Stück. Und wir schlafen dann mit etwas nach hinten geneigt. Und dann strafft sich das Gaumensegel. Dann schnarchen wir nicht mehr und haben einen Tiefschlaf. Das Rückenmark tut sich nachts entspannen und regenerieren. Also, Anne, das wird in den Nacken gelegt? Ja. Ja, nur hier hin. Deswegen extra so schmal, Kinder. Ich habe 100 Kissen probiert. Es gibt keine, die richtig gemacht waren. Und das ist gefüllt Biobaumwolle. Ja, Biobaumwolle von Alnatura. Biobaumwolle und ist waschbar. Ja, cool. Und kann sogar in Trockner. Also das müsste euch irgendwie wert sein und ist auch nicht teuer. Gut, danke Tanja. So, dann können wir dem Ganzen schon wieder auch durch unser geändertes Verhalten etwas ganz Großartiges abgewinnen. Und so müssen wir schauen, dass wir gesund bleiben. Ich hab dir, glaube ich, schon, aber ich mach noch mal. Tja, mein Schatz. Da wachsen die Zähne gerade. Wie großartig, dass du da bist. So, Anne, das sind 1,5 Zentimeter. Die jungen Mädels wollten unbedingt auch auf den Film. Und das zeigen wir jetzt, ja? Ja, aber gerne doch. Sehr schön. Ist das die Ida? Ida, das ist ein wunderschöner Name. Die Ida, kommt gucken, die Kinder sind schief. Aber sie kommt ja im richtigen Augenblick, weil jetzt wachsen gerade die Zähne. Und wenn da dein Körper in der Symmetrie ist, dann wachsen die schön gerade, da brauchst du auch keine Spange. Ist doch toll, oder? Na, schließ mal die Augen. Übrigens, die Kinder der jetzigen Zeit sind alles Heiler und Helfer. Deshalb sind sie hier auf die Erde gekommen.
um zu helfen. So wie bei den Erwachsenen ist es bei den Kindern genauso. Die Wirbelsäule wird begradigt, Halsnackenwirbelsäule war bei ihr auch gestaucht. Sie schläft vielleicht auch nachts auf der Seite, muss man umgewöhnen. Ich habe die Kissen auch für Kinder, Kindergröße. Kommt gucken, Mama, Papa, wer ist dabei? Sie ist auch gerade geworden, meine Ida. Cool. Ida, möchte ich mal aufsetzen? Guck mal, da machen wir das doch mal selbst. Kannst du es erkennen? Ich gratuliere dir. Bleib noch für ein Foto. Wir machen noch eine Aufnahme für dich. Zeig noch mal die Füße jetzt für den Film, Anne. Ja. Kommentierst du noch mal bitte? Ja. Und ich kann immer wieder nur betonen, kommt mit euren Kindern, denn die Kinder sind sehr wichtig. Jede Fehlbelastung führt zu Spätschäden und das muss nicht sein. Danke. Kommt mal rüber, jetzt, die Liz möchte auch ein Video. Liz, deine Füße nochmal, die haben wir noch nicht vorher gefilmt. Kommt gleich. Später, ja. Alles klar. So, unsere Liz. Anne, das junge Mädchen hat schon 2 Zentimeter Unterschied, ist 4 Jahre alt. Ja, die hat sie schon mitgebracht, die 2 Zentimeter. Ja, großer Unterschied. Ja, die Eltern können zuschauen. So, mein Schatzi, du machst mal ganz locker hier unten. Kannst du das mal locker machen? Jo. Weißt du, wenn du das schön locker machst, einfach mal so, kann sie nicht, macht nichts. Bin bei dir. Auch hier, auch Sehzentrum, Hörzentrum, Gleichgewichtsorgane, alles was ganz, ganz wichtig ist, Drüsensystem. Die gerade Wirbelsäule ist der Träger eurer Gesundheit. Und das kann man alles nur mit der Kraft des Geistes machen. Hier nützt es nichts, herumzutherapieren, zu vertraten. Oh, ihr habt auch kein Bandscheibenvorfallrisiko mehr, wenn die Wirbelsäule gerade ist. Ist doch ganz einleuchtend. Kommt gucken. So, da gucken wir nochmal die Strichchen. Bitteschön. Beine sind perfekt gleich lang. Hast du gut gemacht, Schatzi. Die höchste Form der Selbstheilung, das vollzieht sich hier bei uns. Jawohl. Und die Liv, ist das der Name? Genau. Och, wie schön. Liv, setz dich mal bitte auf. Das ist ja ein wunderschöner Name, was sie für schöne Augen hat. Ich bin ja neidisch auf deine Wimpern. Oh. Eine Schönheit. Guck mal, Liv. Noch mal gucken. Macht sie auch selbst richtig. Gut, ich darf dir gratulieren. Ein Pferdchen hast du auch da vorne drauf. Na dann, bleib noch fürs Foto. Wir machen noch ein Bild von dir. Sofort, ja. Natanja. Ja. Also, ich wollte kurz den Horst fragen. Horst, wie stehst du denn jetzt? Ich komme mir vor, als wäre ich größer. Ja. Das stimmt, Horst. Ich habe dir gar nicht dazu gesagt. Ihr werdet alle größer, weil der Atlaswirbel nach oben geht und dann das, was ich unten ausgleiche, das legt ihr oben zu. Da werdet ihr die 3 Zentimeter größer. Ja, ganze 3 Zentimeter. Ja, oder sogar waren sogar, glaube ich, 4 bei dir. Ja, ja, nochmal, wie du stehst, Horst. Guck gerade nochmal in die Kamera, bitte, weil das war ja ein riesiger Unterschied. Wie ist die Veränderung? Ja, wie gesagt, ich komme ja größer vor. Die Schmerzen in den Beinen sind jetzt weg. Schön. Und habe auch eben beim Liegen habe ich weniger Schmerzen gehabt. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ja, nur Gutes. Dankeschön. Wunderbar. Dankeschön. Meine gute Liv. Wir haben es ja schon gesehen, glaube ich. Gell? Becken ist gerade, Beine sind gleich lang. Perfekt. Sehr schön. So, ihr Lieben, hier haben wir einen jungen Mann. Wir zeigen mal kurz die Narben hier. Der hatte mehrere Unfälle. Knie, Fuß und hat Wachstumsfugenbeschädigung.
und das linke Bein ist nicht mitgewachsen. Er ist jetzt 15 und er hat im Liegen fast 6 cm Beckenschiefstand. Ich hole mal das Lineal. Ja, das sind 5 cm Beckenschiefstand. Und wir schauen, was wir heute durch die Wirbelsäulenaufrichtung erreichen und dann auch die nachfolgende Geißteilung. In der Regel wächst der Knochen nach unserer Arbeit so einen halben Zentimeter pro Jahr. Und da schauen wir mal, wie das in Zukunft wird. Auf jeden Fall besser, heute schon. Danke, dass du da bist. Ja, also Anna, der junge Mann, hat, vielleicht erzählst du es mal kurz. Einen Unfall beim Kartfahren. Er hatte einen Unfall beim Kartfahren, das Knie ist operiert, der Fuß ist operiert und die haben die Wachstumsfuge verletzt. Er hat auch eine 4 cm Schuherhöhung, weil das Bein nicht mitgewachsen ist. Tja, jetzt müssen wir uns überraschen lassen. Es sind schon Eingriffe gewesen. Mal gucken, was dabei rauskommt, was dein Körper da noch rausholt. Ja, schade drum, dass das passiert ist. Ah ja, passiert so viel. Wir können euch nicht ausmalen, was wir hier für schulmedizinische Opfer haben. Oh ja, also ich will niemanden kritisieren, aber passt ein bisschen besser auf die Menschen auf. So, ich bin bei dir. Hier bin ich an allen Körpern am Arbeiten, hier kann ich auch mal gar nichts dazu sagen, weil ich bin auf einer anderen Ebene. Ich muss ja den Narkoseschock löschen. Das, was er bei der OP, die Ängste, was alles war bei dem Unfall, der Unfallschock und so weiter, da habe ich auf der emotionalen Ebene und auch im Gedankenkörper jetzt viel zu tun. Und das ist wichtig, dass du davon befreit bist auch, die Traumatisierung in deinem Unterbewusstsein. Das ist ja, Geistheilung ist ja, er betrifft ja alles. Das kann man ja nicht nur auf den Körper bezogen machen. Und sogar die Ängste von Mama, Papa und so weiter. Das Knie ist extrem nach außen gedreht. Da schauen wir doch mal. Also ein klein bisschen, ich würde mal sagen, nur ein Zentimeterchen wird übrig bleiben. Aber wenn du jetzt die ersten Schritte gehst, wir haben hier über 4 cm verbessert. Da sollte das Augenmerk drauf liegen. 4 cm verbessert. So unfassbar viel. Vielleicht streckst du das Beinchen noch mal ein bisschen. Mal gerade hinsetzen, so wie vorher. Und er setzt sich mal noch gerade, vielleicht noch ein bisschen so. Oh, kommt gucken, ihr Lieben. Es ist perfekt. Er saß noch nicht gerade. Und wenn du läufst, wird es ganz wunderbar. Ich gratuliere dir. Das ist jetzt dein neues Leben. Denn bleib noch fürs Foto. Denn die Humpelei, könnt ihr euch doch vorstellen, das wäre doch eine Katastrophe geworden. Hüftgelenk irgendwann sich gemeldet, Kniegelenk geht kaputt, da muss er operiert werden und so weiter. Es bleibt ja alles erspart. Also ich sag manchmal, und das ist eigentlich bei jeder Heilung, die wir hier machen, es ist, also die Geistheiler sind eigentlich eure Retter. Ja, und hört auf, mittelalterliche Ideen da reinzubringen. Wir sind in einer Transformation und das passt überhaupt nicht zu uns. Wir sind auch keine Abzocker. Wer ist denn hier der Abzocker? Ihr zahlt 130 Euro, davon gehen 56% ans Finanzamt. Das muss man auch mal sagen. Ja, wir arbeiten unentgeltlich. Ich gratuliere dir nochmal. Das ist wahr. Es wird nur falsch gedeutet. Wird uns alles immer irgendwas angehängt, was gar nicht stimmt. Also sehr gut. Viel besser. Ja, schön. Freut mich sehr. Und? Sagen wir nochmal danke. Dankeschön. Schön. Ich hatte mit einem Millionär, wo ist er, das war ja auch dein Gedankenkonzept. Das schaltete sich einfach ein. Er hat gesagt, ja, da werde ich mal die nächsten Tage abwarten,